Servus miteinander, da sind wir wieder, euer ATV Nation Germany Team. Und was ich heute Geiles hier dabei habe, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wie ihr ja schon wisst, aus dem Video aus Mailand handelt es sich hier um die neue Aces. Ja, 850 Kubik, Kompressor aufgeladen, das Ganze möglich, gerade weil ich bei der Firma Demharter in Dillingen bin, der wo auch die Gewährleistungsabteilung und die Hauptwerkstatt von Aces Motor sind. Und jetzt kommen wir auch schon zum Fahrzeug. Wie wir hier schön sehen können, eine markant breite Front mit LED-Scheinwerfern, Angel Eyes, wie wir es hier schon von der Transasia kennen, die wo damals einen Weltrekord gerissen hat, die Maschine. Dann mit dem schönen Türkis und dem Frontbumper einen richtig dezenten Kontrast reingesetzt, sodass die Maschine auf jeden Fall optisch ein richtiger Hingucker ist. Wenn wir dann dieser Linie mal folgen, hier gehen wir jetzt nur mal kurz drüber, unseren Zündschlüssel, unsere Zigarettenanzündersteckdose und dann einmal ein bisschen ans Heck vom Fahrzeug, da uns die Sonne ein bisschen blendet. Wie wir hier jetzt schön auch an dem Heck sehen können, haben wir sehr viel LED verbaut. Das Ganze würde ich natürlich noch ein bisschen schöner finden, wenn das hier Milchglas wäre, so dass wir einen schönen durchgezogenen Balken haben. Dann, wenn wir auf die Hinterachsschwinge mal vom Fahrzeug schauen, sehen wir unsere Gasdruckdämpfer ziemlich identisch wie bei CF Motor bis jetzt. Da es aber noch ein Prototyp ist und noch kein Serienfahrzeug, wird sich hier wahrscheinlich noch was verändern. Die Maschine ist sehr offen und auch sehr hoch, sodass wir auch im Gelände absolut perfekte Bodenfreiheit haben und die Maschine auch mit den großen Jungs mitspielen kann. Ich hätte gesagt, wir ziehen die Linie durch und gehen dann mal ein bisschen in die Sonne. Und wenn wir auch hier jetzt auf der Seite mal die Maschine sehen, dann seht ihr im Verhältnis zu mir, ich bin 1,85 Meter groß, dass die Maschine recht hoch ist und auch genug breit. Das heißt, wir haben auch in Kurvensituationen ein optimales Fahrzeug, was sicher sich in jedem Gelände bewegen kann. Serienmäßig haben wir Maxxis Bighorn Reifen, die gewohnten Alufelgen, was wir ja schon von Aces kennen. Das Kernstück befindet sich nämlich im Inneren. Darauf komme ich aber mal bei einem anderen Video dazu. Das ist nämlich der Kompressor. Ich gehe mal schnell nochmal einmal außen rum, dass ihr das auch schön sehen könnt. Die wirkt echt richtig, richtig groß und erwachsen. Und schaut euch mal dieses gigantische Heck an. Also ich muss echt sagen, optisch auf jeden Fall schon mal ein Hingucker. Jetzt kommen wir auf das, was sich alle Leute schon gefragt haben. Wie sitzt man denn auf so einem Hobel? Gut, mal schnell geschwind drauf. Sehr breit das Ganze hier, aber sehr bequem. Dann, ich mache jetzt nicht die klassischen Sachen, also Schaltarmatur, Blinker links, rechts. Leute, ihr wisst es Bescheid, die wo unsere Videos anschauen. Dann die Parkbremse, darüber der Seilwindenschalter. Dann mal auf die rechte Seite unser klassisches Bedienelement für den Allrad und die Sperrdifferential zum Zuschalten. Vorne haben wir nämlich noch eins zum Sperren. Darunter der Gasgriff. Und dann kommen wir schon mal zu einem Eyecatcher. Und das finde ich, liebe Freunde, ist der Tacho. Ich weiß nicht, ob ich das über die Kamera gut rüberbringe, aber wir haben hier einen Voll-Digital-Tacho, wo uns alle wichtigen Details, wie jetzt zum Beispiel hier die Temperatur oder die Geschwindigkeit oder rechts dann die Tankanzeige, sicher vermittelt werden. Hier unten, wie ihr schön sehen könnt, haben wir angezeigt, welche Fahrstufe gerade drinnen ist und wie wir fahren möchten, also mit Heckgetrieben oder Allrad. Von der Bedienung her, vom Rest her, ihr habt es ja schon gesehen, hier ist der Zigarettenanzünder und daneben ein bisschen weit entfernt der Zündschlüssel. Das sind jetzt mal die Gegebenheiten von der Maschine, wenn man denn drauf sitzt. Jetzt rutsche ich mal ein Stück hinter, denn die Maschine ist natürlich auch für zwei Personen zugelassen. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt schön sehen. Ich sitze hier sehr angenehm, sehr bequem in dem neuen Sitz von Aces. Dennoch hätte die Person vor mir auf jeden Fall noch genug Platz und auch als Fahrer die Maschine ordentlich im Griff zu haben. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt genauso sehen, wie ich jetzt gerade auf der Maschine drauf sitze. Hallo Aces, starten wir das gute Ding mal und legen mal los. Ich kriege zwar sehr wenig Luft hier in dem Helm,
Aber ich hoffe, der Ton ist diesmal nicht so schlecht. Okay. So, das sind jetzt die ersten Meter auf dem Prototypen von Aces Motor. Ja, es fühlt sich auf jeden Fall gewohnt an, aber dennoch ganz anders da. Also ich kann es jetzt überhaupt nicht vergleichen mit den Modellen, was ich denn bis jetzt schon gefahren bin. Ich bin auch sehr dankbar, dass mich der Markus Demharter hier fahren lässt. Da Props gehen raus an Markus, Dankeschön, und auch an den Michael Leeb, dass ich die Maschine kurz mal testen darf. Oh yo, also sie hängt schon mal sehr gut am Gas. Also wie ihr sehen könnt, macht sie das Ganze sehr souverän, ohne großartig am Gas zu drücken. Sie fühlt sich definitiv nicht an wie eine 800 Kubik Maschine. Sie fühlt sich wesentlich härter an. Leider kann ich euch jetzt technische Daten noch nicht mitgeben, weil es ja noch ein Vorserienprodukt ist und es noch nicht veröffentlicht ist. Wie gesagt, es könnten auch noch kleinere Änderungen kommen an dem Fahrzeug. Da haltet sich der Hersteller aber noch ein bisschen bedeckt. Hier sind wir echt bei einer Maschine, die wohl im Gelände perfekt ausbalanciert ist. Also die macht richtig Bock im Gelände, Leute. Ich hätte gesagt, wir fahren mal das Ding ein bisschen schneller, weil sie will. 70 am Abgleisen auf dem Tacho. 80, 90, 100. Bam, 110. Innerhalb kürzester Zeit. Was läuft sie spitze? Schauen wir mal. 120 am Auf. Ja, sie will einfach nur, Leute. Und ich hoffe, auch mit dem Ton ist es jetzt nicht so schlimm und hoffe, dass man den Ton sich trotzdem anhören kann. Der Motorsound, die Kulisse, richtig dreckig geil, Leute. Also, so, das ist so ein richtig schönes, schönes Blubbern. So, jetzt geht's mal bergab. So, Leute, seht ihr das? Einmal winken für die Kamera. Nee, sehr souverän. Jetzt kommen wieder ein paar schlammigere Abschnitte und da hat auch die Aces unterbodentechnisch von der Freiheit echt richtig Luft. Ich hoffe, ihr könnt es sehen und es kommt ein bisschen so rüber. Aber es fühlt sich so an, wenn die Geschwindigkeit genau das ist, was sie machen möchte. Mit, ja, jetzt haben wir 70, 80, 90 über die Wiese. Mit dem Fahrwerk gar kein Problem. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abheben, wo wir nicht abheben wollen. Aber ich muss echt sagen, geile Sache. Im Gelände auch auf jeden Fall sehr gut performt. Schau mal. Ja, auch die Reifen, was serienmäßig drauf sind, ohne Probleme. Da tun wir natürlich gerade ein bisschen Matschkrudeln, aber sie schafft es, was sie schaffen soll. Und das auch ohne Probleme. Ich muss sagen, im Gelände durch den breiten Lenker kommt sie richtig gut. Das Einzige, was mich gerade ein bisschen stört, ist hier die Kante. Ich sitze auch sehr breit auf der Maschine. Vielleicht wird da noch was geändert, würde ich mir wünschen. Weil du bist ziemlich spagattechnisch auf der Maschine. Schauen wir mal, ob ich alles springen kann. Ja, krieg mal hin. So, 3, 2, 1, Vollgas. So, 20, 30, 40, 50, 60 erreicht. 80, innerhalb kürzester Zeit auf 80. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Die ist so potent. Ich glaube, mit Sportwagen, da geht nicht so gut. Leistungstechnisch auf jeden Fall eine nice Sache. So, schauen wir mal, ob wir die Maschine genauso unter Kontrolle haben wie unsere eigene. Ja, das macht sie souverän auf zwei Rädern. Sie kann es doch. Und das sogar richtig gut, meine Freunde. Uiuiui. Ich hätte gesagt, ich drehe jetzt noch eine kleine Runde und danach kommen wir zum Fazit. Also Leute, Testfahrt haben wir gemacht. Der erste Eindruck zählt und der erste Eindruck ist verdammt nochmal geil. Eine geile Maschine, der Sound kernig, sie ist richtig potent am Gas. Ich hoffe, ihr hattet jetzt mal einen kleinen Einblick in die neue Aces Shade Sport Plus mit Kompressor, wie sie sich denn ein bisschen fahrt, was man mit der Maschine alles machen kann, denn
ich habe mich verliebt. Leute, vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um weitere solche spannenden Videos zu sehen. Danke fürs Zuschauen, haut's rein, schönen Sonntag euch noch.